Web 2.0 in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Ich möchte Ihnen kurz die Referenten, das mache ich gar nicht lange, die drängeln sich jetzt natürlich schön hier an den Städtischen, vorstellen. Es ist halt so gedacht, dass wir eine kurze Vorstellung machen und dass ich dann gleich eine Frage stelle und wir in die Diskussion hoffentlich kommen. Es ist aber auch so gedacht, auch wenn wir hier so ein bisschen vielleicht Probleme mit den Mikros haben, also mit der Anzahl der Mikrofone, dass auch Fragen aus dem Publikum gestattet und auch sehr erwünscht sind. Ich fange gleich mit dem Herrn hier neben mir an. Bastian Gilner ist also hier diesem Publikum sehr bekannt, würde ich sagen, seit Anfang an dabei bei den Tagungen Offene Archive. Wie er heute beim Mittagessen sagte, einfacher Referent für Polizei und Schulen beim LAV NRW in Duisburg und hat auf dem Blog, auch auf dem Tagungsblog Offene Archive, Archiv 2.0, zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Web 2.0 und Archive gemacht und ja, wird einiges, denke ich, auch in die Diskussion tragen können. Daneben auch vielen bekannt, danke, dass Sie noch gekommen sind, auf jeden Fall. Frau Irmgard Becker, Vorsitzende des VDAs, also das ist so das Aktuellste, was ich im Lebenslauf dann entnehmen konnte. Und natürlich, also wie sie mir auch bekannt ist, Leiterin der Archivschule in Marburg. Wenn man mal Bayern absieht, die zentrale Ausbildungsinstitution für Archivare in Deutschland. Also schön, dass wir Sie hier bei der Diskussion dabei haben. Daneben, also ich wollte jetzt nichts gegen Potsdam sagen, aber die zweizentralste, Julia Sammler. Julia Sammler ist als Koordinatorin für die Fernweiterbildung bei der FH Potsdam zuständig, ist natürlich ausgebildete Facharchivarin, ist in zahlreichen Verzeichnisprojekten beteiligt gewesen. Und begleitet auch die verschiedenen Ausbildungsgänge der FH Potsdam mit einem eigenen Blog, also auch zentral eigentlich für dieses Thema. Jetzt stehen Sie ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Ja, die nächste Teilnehmerin der Diskussion ist Frau Friederike Scholten. Frau Friederike Scholten ist auch netterweise kurzfristig eingesprungen, ist sowas wie eine Dauernutzerin bei uns im Lesesaal beim LWL-Archivamt, deshalb habe ich sie auch angesprochen. Ich gebe das DFG-Projekt jetzt nicht vollständig wieder. Genau. Hauptbearbeiterin eines DFG-Projektes, was sich im Prinzip mit frühneuzeitlichen Rechnungen beschäftigt. Habe ich das richtig gesagt? Ja, auf jeden Fall. Und gibt eigene Veranstaltungen an der WWU Münster und hat halt Kontakt zu Studenten und sie schreibt natürlich auch noch ihre Doktorarbeit, also sie ist auch Nutzerin im Archiv, nicht nur im Rahmen des Projektes, sondern auch für ihre Promotion. Daneben die Herrschaften kenne ich ziemlich gut, das sind unsere beiden Auszubildenden, einmal im dritten Jahr und einmal im zweiten Jahr, das stimmt doch, ne? Genau, einmal Tatjana und Doberstein und Tim Undahl, Auszubildende im LWL-Archivamt. Bei uns gehört seit der Einführung des Archivamt-Blogs, der ursprünglich ein Tagungsblog zum Westfälischen Archivtag war, ist ja inzwischen nicht mehr, die Bearbeitung im Blog fest zu der Ausbildung, also im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit für die FAMIs, finde ich auch ganz gut. Also dazu werden Sie gleich auch was erzählen. Daneben steht auch, danke, dass Sie auch dabei sind, Gisa Spiegel, Archivarin im Stadtarchiv Lippstadt. Und sie hat ihre Bachelorarbeit an der FH Potsdam zu diesem Thema quasi, also zu einem Themenfeld in diesem Bereich geschrieben und hat auch im kleinen Stadtarchiv Lippstadt, was auch einem typischen Kommunalarchiv entspricht, einen Facebook-Auftritt ins Leben gerufen und bespielt den.
Ja, last but not least, ganz außen, auch ein, ja, von den Institutionen her durchaus gut verteilt, Tobias Herrmann vom Bundesarchiv. Ja, also, ja, du hast mir das ja aufgeschrieben, was du so machst. Also zentral bei der Stabsstelle zuständig unter anderem für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um das mal so zusammenzufassen, aber beschäftigt sich auch mit Strategiebildung und anderen Sachen im Bundesarchiv. Und Strategiebildung ist halt ein gutes Thema. Wir haben vorhin im Workshop 2 gelernt, dass Web 2.0 auch immer ganz stark an Strategiebildung gebunden ist. So, jetzt würde ich gerne unsere beiden Fanis, die natürlich wunderbar mit mir vorher kommuniziert haben, bitten, vielleicht kurz zum Einstieg, weil wir dann vielleicht auch alle darauf was sagen können, was zu ihrer Arbeit bzw. Zu ihrem Kontakt in ihrer Ausbildung zum FAMI bei uns im RWL Archivamt und Web 2.0 zu erzählen. Ganz unten. Ich sag ja, wir haben ein Mikroproblem, aber scheinbar nicht nur die Anzahl. So. Hallo Herr Odenahl. Ja. Hallo Frau Dina. Ja. Mein Name ist Tim Odenahl. Ich mache jetzt seit Mitte letzten Jahres meine Ausbildung im RWL Archivamt. Wir sind recht schnell damit eingestiegen, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen. Wir haben extra Beiträge herausgesucht für unseren Facebook-Auftritt. Wir schreiben Beiträge in unserem Blog über das, was wir in unserer Ausbildung machen. Wir haben den Westfälischen Archivtag wir haben über den Westfälischen Archivtag berichtet, haben Interviews geführt, dann haben dann im Mai, ich glaube es war im Mai, zum Internationalen Tag der Archive angefangen zu twittern, machen das viel und Öffentlichkeitsarbeit ist, macht Spaß und ist wahrscheinlich auch eine Sache, die dann, wir hoffen, wir erreichen Menschen damit und wir glauben das auch. Warum das wichtig ist, gerade in den nächsten Jahren wird Social Media umso mehr wachsen, wenn man kann sagen, es hat jetzt schon eine Größe erreicht, in der die meisten oder viele Menschen einfach aktiv sind. Und wir als angehende Archivare, als FAMIs, wir wollen ja die Menschen erreichen und gerade junge Menschen erreichen wir damit. Junge Menschen nutzen Twitter, Facebook, Pinterest und Instagram. Ich bin mir sicher, dass wir damit auch neue Nutzergruppen erschließen können. Danke. Also ich bin Tatjana Doberstein. Ich war sogar bei der Geburtsstunde von dem ersten Blog, glaube ich, dabei. Das war 2012, 2013, während des Westfälischen Archivtags. Da haben wir das erste Mal das versucht, das Ganze. Daraus ist jetzt unser offizieller Archivblog geworden. Ja, da bin ich dadurch, dass ich ein Jahr in Elternzeit war, habe ich halt so einen Abschnitt nicht mitgekriegt von der Entwicklung und ich war halt echt überrascht, was aus dem kleinen Blog, wo wir 2013 mit angefangen haben, so stolperig wirklich, was daraus mittlerweile geworden ist. Und wir können halt wirklich während unserer Ausbildung sehr viele Sachen machen, die normalerweise eigentlich gar nicht möglich sind. Also zum Beispiel, dass wir Öffentlichkeitsarbeit wirklich betreiben, also dass wir das auch für unsere Ausbildung wichtig ist, für die Abschlussprüfung auch unter anderem. Wir schreiben wirklich, wie Herr Rundahl schon meinte, die Blogs, wir dürfen uns auch selber Themen aussuchen. Ja, finde ich auch total spannend. Man wird auch mit den Sachen, die im Archiv selber sind, dass man da ein bisschen näher dran kommt. Also man sucht sich auch selber Themen raus und recherchiert und versucht auch wirklich so genau wie möglich das Ganze zu machen. Das finde ich halt auch wirklich wichtig, dass möglichst viele Archive damit einsteigen und versuchen da auch ihre
ihre Archivalien halt an den Mann zu bringen. Ja, vielen Dank. Wir vom RWL Archivamt, um da anzuknüpfen, machen ja, also eine unserer Zielgruppen, wir hatten tatsächlich auch eine Strategie, als wir angefangen haben, sind ja die Kommunalarchive, deshalb wollte ich Frau Spiegel fragen, also Sie haben seit kurzem einen Facebook-Auftritt und Sie haben das ja quasi auch als Teil Ihrer Ausbildung erlebt. Was können Sie da für Erfahrungen berichten? Sehen Sie vor allen Dingen, also es würde sich anschließen, Fortbildungsbedarf, weil Fortbildung ist ja auch das Thema. Ja, zum einen, wir hatten einen anderen Einstieg. Ich wollte das eigentlich an meine Bachelorarbeit anknüpfen, dann kamen zwei Kinder dazwischen, deswegen hat sich das ein bisschen verschoben. In der Zeit hat sich bei uns in Lippstadt eine historische Gruppe gegründet bei Facebook, die hat mittlerweile 2000 Mitglieder, das ist für eine Kommune, die 75.000 Einwohner hat, recht viel. Da wurden sehr viele komische Sachen gepostet, Bilder mit Urheberrechtsverletzung, Personenrecht, Rechte, die wir als Archiv innehaben, und das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir es geschafft haben, unsere Vorgesetzten zu überzeugen, dass wir da jetzt auch einsteigen. So kam der Einstieg zu der Facebook-Gruppe, ich glaube, sonst hätten wir bis heute immer noch keine Seite. Es hat sich seitdem einiges getan, wir werden besser wahrgenommen, wir werden angesprochen, das zu dem Einstieg. Was die Fortbildung angeht, sehe ich da Bedarf. Ich habe das heute schon mal gehört, die Fortbildung, die Sie angeboten haben, es hat sich keiner angemeldet. Ja, aber das war die zweite, das hat der Chef nicht gesagt. Bei der ersten waren 12 und die hatten ja dann Interesse. Und danach nicht mehr. Also sehr gerne. Wir machen das so, wie wir das so können. Ja. Wir das auch privat affin sehr gerne machen. Das ist der Vorteil. Also es ist nicht wirklich eine Arbeit für uns, sondern weil wir da Interesse daran haben. Aber wenn es um Monitoring geht, um Kennzahlen geht, dass man das ein bisschen professionell aufzieht, dass man da eine wirkliche Strategie reinbekommt, um das nochmal alles zu aktualisieren und seinen Mitarbeitern nochmal dementsprechend präsentieren zu können, dass es nicht nur ein Hobby ist und man nicht nur das privat zu Hause macht, um seinem Fußballverein zu folgen, sondern dass man dadurch wirklich die Leute ins Archiv bekommt, ist das auf jeden Fall schon mal nochmal eine gute Sache. Okay. Also Sie haben ja Ihre Bachelorarbeit bei der FH Potsdam dazu verfasst. Julia, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu. Also du betreust ja als Koordinatorin auch das berufsbegleitende Fernstudium. Welche Rolle spielt denn Web 2.0 oder Social Media in diesem Bereich? Ja, also erstmal möchte ich sagen, ich freue mich hier zu sein und vor allem viele unserer Absolventinnen und Absolventen und aktueller Studierender zu sehen. Vor allem auch, weil ich betreue die graduale Fernweiterbildung Archiv, die im Prinzip die beiden Herrschaften zur Zielgruppe hat, also Farmi, die dann später eben in den gehobenen Diensten möchten, aber ganz wichtig auch, dort hinten in der vorletzten Reihe sehe ich Studierende aus unserem neuesten vierten Masterstudiengang Archivwissenschaft, der eben für den höheren Dienst auch qualifiziert. Also ich freue mich sehr über die rege Teilnahme, die ja auch von großer Offenheit diesem Thema gegenüber zeugt. Das spiegelt sich nicht zuletzt auch in unseren Abschlussarbeiten wieder. Wir hatten insgesamt, also deswegen, ich habe jetzt schon häufiger mal die Abschlussarbeit von Frau Spiegel hochgehalten. Also die hat sie im Jahr 2013 wurde die veröffentlicht zu Social Media in Archiven. Aber es gab auch schon 3 Jahre vorher eine sehr gute Arbeit zu Web 2.0 in Archiven, die eben von der Landesfachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken im Brandenburg-Landeshauptarchiv veröffentlicht wurde. Ja, also Social Media geht ja, wie wir heute auch schon hin und wieder gehört haben, über die reine Öffentlichkeitsarbeit hinaus. Und gerade im Bereich im Hochschulkontext und im E-Learning ist es enorm wichtig, ein Arbeitsinstrument, also sozusagen ein Tool zum kooperativen und kollaborativen Arbeiten. Also es ist eben unumgänglich, sich über Google Docs, Google Hangout oder MindMeister, wie auch immer, zu vernetzen. Ganz einfach, weil man sich sehr selten vor Ort in Potsdam sieht, in der Regel 4-mal im Jahr. Neben dieser Möglichkeit und der reinen Öffentlichkeitsarbeit hinaus haben wir heute auch einen Beitrag gehört zur Webarchivierung und Archivierung von Social Media Inhalten, und das spielt bei uns in der Ausbildung natürlich auch eine Rolle in den Modulen
digitale Archive, sowohl in der gradualen, also im Bachelor-Bereich, als auch im Master-Bereich. Ja, also wir hatten, ich habe mal geschaut, der Begriff Social Media ist ja seit 2001 so etwas geläufiger, und dann habe ich mal unseren Bibliothekskatalog nach Abschlussarbeiten aus unserem Bereich durchforstet, und im Jahr 2001 gab es tatsächlich die erste Arbeit an unserem Fachbereich zum Thema Content-Management-Systeme. Seitdem sind, ich sag mal, also diese zwei Arbeiten, über die ich gerade gesprochen hatte, speziell diesem Thema natürlich gewidmet, Social Media und Web 2.0, soziale Netzwerke, aber es sind auch noch einige andere, ich habe hier eine Liste, möchte ich jetzt nicht alles vortragen, aber Fragen stehe ich zur Verfügung, die eben an bestimmte Schwerpunkte im Bereich soziale Netzwerke anknüpfen. Ja, ja, also ja, Potsdam, du hast das ja vorgestellt, ist ja schon seit einigen Jahren zumindest bemüht, auch dieser wichtige Punkt, den, also wir haben ja heute auch einen sehr interessanten Vortrag zur Archivierung von Weblogs gehört. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, was allerdings auch gerne mal ausgeklammert wird. Das hat halt verschiedene Gründe. Damit muss ich bestimmt auch die Archivschule in Marburg beschäftigen, vermute ich jetzt mal, um eine Überleitung hinzukriegen. Aber es ist ja auch eine zentrale Institution, und wenn ich daran denke, als ich die Ausbildung da gemacht habe, war also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schon ein Thema, aber sowas war aber auch noch nicht allgemein, wurde noch nicht so stark genutzt. Also muss man, also bei euch dann vielleicht schon anders, aber bei uns war das noch kein Thema. Wie sieht das denn heute aus? Also Web 2.0 ist natürlich etwas, was bei uns erst im Kommen ist, aber man muss natürlich schon sehen, die Archivschule hatte eine der ersten Homepages im deutschen Archivwesen, 1996 bereits. Ja. Ja. Also da waren wir wirklich Vorreiter damals, und letztlich sind diese, also die elektronischen, die digitalen Medien, die sind in dem Haus immer gepflegt worden. Beim Thema Social Media, also es gab bei uns eine Diskussion, machen wir einen Facebook-Auftritt, es gab aber ziemlich Widerstand dagegen im Haus, und man kann sowas nicht gegen den Widerstand der Mitarbeiter durchsetzen, das geht einfach. Das erzählen Sie mir nicht zu euch. Ja, also es ist so, wir haben eine Lernplattform, auf die wir jetzt seit 2012 nutzen, um Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen, und die hat eben auch verschiedene Komponenten, da gibt es auch eine Chat-Funktion, die haben wir auch schon eingesetzt im Unterricht. Ich habe explizit das Thema Web 2.0 letztes Jahr im Referendarkurs in Öffentlichkeitsarbeit thematisiert, weil ich der Meinung bin, also ich würde jetzt mal sagen, die junge Generation, die wir in der Ausbildung haben, dem müssen wir das technisch nicht beibringen. Ja, die bringen eher uns was bei. Und mit denen diskutiere ich oder habe ich diskutiert, welche Möglichkeiten und Grenzen bieten diese Medien im Archiv und welche rechtlichen Fragen muss ich dabei berücksichtigen. Das finde ich die wirklich wichtigen Fragen, die man im Unterricht diskutieren muss. Und weil Sie haben mir ein Stichwort gegeben, digitale Langzeitarchivierung, unterrichte ich in beiden Kursen. Und da kommt die Webarchivierung und damit automatisch die Frage, was mache ich denn mit den Web 2.0 Medien auch vor. Also das ist da drin. Und da sind wir ja im Moment beschäftigt, ein größeres Unterrichtskonzept zu erarbeiten. Das heißt virtuelles digitales Archiv. Also das ist eine größere Anwendung, wo es um die ganzen Themen der digitalen Archivierung geht. Das ist noch nicht ganz fertig, aber das will ich nächstes Jahr erstmals im Unterricht dann einsetzen. Ja, was haben wir? Wir haben eine Fortbildung Web 2.0 eingerichtet letztes. Also wir haben, das hängt damit zusammen, kann man ja ruhig sagen, beim VDA gab es eine Diskussion über ein Konzept für Social Media, und in dem Zusammenhang, die Arbeitsgruppe habe ich geleitet, habe ich die beiden Herren Wolf und Billner gefragt, ob sie bei uns eine Fortbildung machen würden. Das hat halt bei uns immer einen Vorlauf, also wir planen, wir haben letztes Jahr das Fortbildungsprogramm für dieses Jahr geplant. Und es ist so, es waren zwei Fortbildungen, leider konnten wir die erste nicht durchführen wegen mangelnder Anmeldung, die zweite hat jetzt stattgefunden. Ich habe das schon mal beim Typ Westdeutschen Archivtag auch mitgeteilt, dass es ein Problem ist, also dass die Resonanz nicht so ist, wie wir uns das erhofft hatten für diese Fortbildungen. Da waren auch etliche Leute aus dieser Community, sage ich jetzt mal, die dann sagten, naja gut, die Leute, die das machen, die sind technikaffin, die beschäftigen sich damit,
die sind in der Lage, sich da gegenseitig das beizubringen, vielleicht brauchen die gar keine Fortbildung. Wir werden sehen, wir haben sie nächstes Jahr wieder im Programm, wenigstens als eine Fortbildung. Wir haben auch Rechtsfragen dazu als Fortbildung im Programm, die hat auch stattgefunden. Auch die wird es nächstes Jahr nochmal geben. Und dann müssen wir einfach eine Entscheidung treffen. Vielleicht machen wir es auch weiter, vielleicht braucht es einfach auch einen Vorlauf, bis sich das als Fortbildung etabliert hat. Das haben wir manchmal auch. Ja? Aber so ist das. Und deswegen, wir versuchen uns da langsam ranzutasten. Ja, also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ne? Also es hat, Sie waren ja heute Morgen noch nicht da, das hat Herr Stumpf auch erzählt. Also wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht mit Anmeldungen für Fortbildungen und Kommunalarchive. Ja. Also ich sehe ja hier, wer hier so ist. Unsere Zielgruppe aus Westfalen ist klein, sag ich jetzt mal. Wir haben ja heute schon einiges an Vorträgen gehört und teilweise wurde auch auf Beispiele zum Beispiel von den National Archives in England verwiesen und ich glaube diese Type Policy war von den National Archives oder vom Stadtarchiv in London, das kann aber auch sein. Ja, also ein Passus, nicht nur Archivschule und FH Potsdam, ist natürlich auch das Bundesarchiv. Und ja, Tobias, erzähl mal so von euren Erfahrungen. Ich meine, ihr seid auch ein großer Ausbildungsträger. Ihr habt ja mal was gemacht mit Fotos auf Wikipedia und habt nicht so gute Erfahrungen gemacht, sag ich jetzt mal so, lapidar. Ja, eigentlich wäre das Bundesarchiv ja in der Rolle, ja, in Deutschland ist es natürlich anders als in London oder Paris, aber es ist ja schon sowas, wo die Leute drauf gucken. Also ich in der Archivberatung kriege es natürlich auf kleinem Rahmen mit, was macht denn Münster? Genauso fragt man deutschlandweit, ja, was sagt denn das Bundesarchiv dazu? Ja, ich könnte sehr schnell fertig sein mit der Antwort. Wir sind nicht bei Facebook aktiv, wir twittern nicht, wir bloggen auch nicht, zumindest nicht als Bundesarchiv. Es gibt Einzelne, die sind sehr aktiv auf ihrem Raum, aber eben als Privatleute. Das hat nicht nur mit Widerstand in meinem Haus zu tun, das ist auch eine Erwägung im Rahmen der Gesamtpriorisierung von Aufgaben, die ich jetzt, ich habe es eben in kleinerer Runde schon mal ein bisschen ausgeführt, da will ich die Kollegen nicht langweilen, auf Nachfrage gerne, aber wir denken uns schon was dabei und das hat nichts mit Verteufelung von Facebook, von Social Media insgesamt zu tun. Das Mikro ist gut. Kommt aber bestimmt wieder, ja, da ist es wieder. Sondern es ist eben, wie gesagt, wenn das Bundesarchiv einen Facebook-Auftritt machen würde, dann würde der sehr genau beobachtet. Wir sind in der luxuriösen Situation, im Gegensatz zu vielen kleineren Archiven, relativ bekannt zu sein, nicht wahnsinnig viel werben zu müssen und trotzdem ein enorm hohes Benutzungsaufkommen zu haben. Es werden Aufgaben an uns herangetragen, wo, glaube ich, jedem einleuchtet, die sind sehr verantwortungsvoll und sehr wichtig. Ich will doch nur zwei, drei Beispiele nennen. Die Bundeswehr ist sehr daran gelegen, sehr komplexe Fachverfahren aus den Auslandseinsätzen den Jüngeren abzugeben. Da befinden sich selbstverständlich viele Verschlusssachen drunter, das heißt, wir brauchen ein digitales Geheimarchiv. Es gibt einen Wettlauf zwischen der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel um die Berichterstattung zur Weltmeisterschaft 2006, das können Sie alle mitverfolgen. Die wollen natürlich Akten des Bundesinnenministeriums einsehen, Organisationskomitee der Weltmeisterschaft, das sind Akten, auf denen Schussfristen liegen. Da ist das Bundesarchiv gefordert, für Schutzfristverkürzungen zu sorgen, das anzuregen gegenüber den Ministerien. Auch sicherlich von wirklich nationaler Bedeutung geradezu. Es entsteht in Brüssel eine Datenschutzgrundverordnung, die im Prinzip das lobenswerte Anliegen hat, glaube ich, ein bisschen Datenkragen, wie man so schön sagt, wie Google und Facebook, einzuschränken, das Sammeln personenbezogener Daten mit gewissen Grenzen zu versehen. Da sind wir oft innerhalb wirklich von wenigen Stunden aufgefordert, oder wir sind aufgefordert, innerhalb weniger Stunden sehr komplexe Rechtstexte zu kommentieren und am besten auch noch andere europäische Archive zu ermuntern, gleichfalls Stellung zu nehmen, damit es nicht diese Datenschutzgrundverordnung fatale Konsequenzen für die Archive hat, auf die Dauer, die personenbezogene Daten gar nicht mehr ins Haus bekommen, weil sie gar nicht gesammelt werden durften. Ganz zugespitzt, ganz so einfach gesagt. Und wenn wir zum Internationalen Archivtag fahren, dann heißt es natürlich, Deutschland muss sich aber sehr viel mehr engagieren. Das sind alles Punkte, lange Rede, kurzer Sinn, die wir sehr ernst nehmen. Und deswegen haben wir bisher keinen Facebook-Auftritt, denn auch da würden wir, wenn wir es machen wollen,
ist gründlich machen wollen. Und bisher habe ich noch keinen gefunden, der sagt, ich störe euch Leute zur Verfügung. Ich finde es trotzdem, und damit komme ich zum eigentlichen Thema, ja, in der Einsatz, in der Ausbildung, Fortbildung, das sind Punkte, die Sie selber betreiben, die natürlich unheimlich nützlich für Sie und vor allen Dingen auch fürs Haus sind. Bei uns haben die Auszubildenden einen sehr komplexen Stundenplan auch, und auch da ist es schwierig, sie zu gewinnen für sowas. Wo ich aber einen großen Bedarf sehe, ist noch ein Schritt davor, zu versuchen, Leute überhaupt für den Beruf des Archivars zu begeistern. Und da kommen wir, glaube ich, um die sozialen Medien nicht drum herum. Deswegen finde ich den Blog eine sehr sympathische Idee, dass eben die Leute wie Sie, die viel näher an den potenziellen künftigen Archivaren dran sind als unser einer, möglichst auch noch mit Enthusiasmus darüber berichten, wie sie ihre Ausbildung erleben. Also das ist so ein Feld, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, einen Einstieg relativ niedrigschwellig zu machen. Schauen wir mal. Ja, genau. Ja, klar. Das ist der Sinn der Sache. Ich wollte zwar jetzt noch, aber noch ein Sinn. Ja, sehr gut. Okay. Weil so eine Diskussion, sage ich, wäre das ja total langweilig. Und das wollen wir ja nicht, weil wir haben alle Hunger und deswegen mache ich es ganz kurz. So, ich glaube, ich versuche jetzt nochmal zu rekapitulieren und wir streiten uns nicht, weil das haben wir gerade auch nicht gemacht, wir waren in der gleichen Session. Ein bisschen. Ein bisschen haben wir uns gestritten. Okay. Also zwei Sachen vielleicht. Das eine ist, wenn man einen Facebook-Auftritt macht, dann will man es gründlich machen, definitiv. Würde ich auch so sehen, aber die, die es jetzt hier machen, und das sind ja einige von Ihnen, und sie machen auch Twitter und Instagram und Pinterest und whatever, ich glaube, ich würde jetzt keinem mir absprechen, dass sie es nicht gründlich machen in irgendeiner Weise. Vielleicht vernachlässigen sie das eine ein bisschen mehr als das andere oder irgendwie, ja, also das eine finden sie wichtiger, Prioritäten setzen gut, aber man kann das machen, so, und man kann es auch vielleicht, also es gehört natürlich ein Umdenken dazu, irgendwie, dass man es irgendwie in etwas integriert. Aber wenn man zum Beispiel über einen Blog nachdenkt, ich glaube, dann kann man sich auch dem Social Media, also auch Facebook und so weiter, auch nicht verschließen. Also es ist so ein bisschen, wir haben auch gerade im Stillen schon irgendwie darüber diskutiert, die sind wahnsinnig präsent, das ist so. Ja? Also sie kriegen sehr viele Anfragen. Das heißt, welche Funktion steckt hinter Social Media eigentlich? Das müssen wir uns immer wieder fragen. Wir wissen es, wir haben schon heute auch viel darüber gesprochen, was wir mit Social Media erreichen wollen. Also eigentlich von der Bekanntheit her bräuchten sie es nicht. So, ja, dann würden sie ja noch mehr Anfragen kriegen, dann hätten sie noch mehr Arbeit. Wie sollen sie das alles leisten können? Das ist eigentlich dann nachteilig für sie. Aber gerade bei solchen Diskussionen, zum Beispiel jetzt FIFA oder alles andere, so, was alles bei ihnen ankommt, eigentlich würde ich gar nicht nachfragen wollen, weil ich würde dann wahrscheinlich umfallen. Wäre es vielleicht auch ganz gut, einfach auch ein Bewusstsein für die Bevölkerung oder jedenfalls für die Nutzer zu schaffen, was sie eigentlich alles leisten. Es geht nicht nur darum, dass man die Leute anregt, gehen sie da mal hin, sondern es gibt auch einfach nur die stummen Mitleser, von denen wir heute auch schon gehört haben. Ja, Frau Becker wollte, glaube ich, was dazu sagen. Ja, also ich denke auch, ich fange ja da auch gerade erst an. Wir haben einen Blog aufgesetzt beim VDA. Genau, der VDA-Blog. Genau, ganz schlecht. Immer mal wieder, also gerade aus den Bereichen, wo sie nicht unbedingt Zugang haben, inter pares im Moment ab und zu mal oder internationaler Archivrat. Und da, also ich versuche da schon auch so diese internationale Komponente reinzubringen, soweit es möglich ist und soweit es geht. Weil ich das wichtig finde, so ein Thema von mir, ich halte das für wichtig, dass die deutschen Archivare auch international aktiv sind. Und ich sehe inzwischen durchaus auch die Vorteile von Blogs. Ich weiß nur nicht, ob es sinnvoll ist, wenn wirklich jeder seinen Blog hat. Also das führt, glaube ich, dann zu einer Verzettelung, die nicht mehr funktioniert. Also man kann das im Moment beobachten. Der VHD hat ja ein Papier, also der Verband der Historiker Deutschlands, für die das die Abkürzung nicht kennen, hat ein Papier auch in den Blog gesetzt, im Oktober, Ende Oktober, zu der Frage, was wird aus den historischen Hilfswissenschaften? Und die haben da eben auch dieses Thema Digital Humanities mit drin. Und es gab eine Archivarin, die eben gesagt hat, das sollten auch Archivare zur Kenntnis nehmen, aber ich habe irgendwie immer noch so den Eindruck, so richtig nehmen die Archivare das nicht wahr. Ja. Und das finde ich aber total wichtig, dass Archivare und Historiker da zusammen diskutieren. Ja. Das findet aber nicht statt. Es findet praktisch nicht statt, also das ist ohnehin ein Problem. Da wird man mir jetzt wieder den Vorwurf machen, also den kriege ich immer mal wieder gemacht. Warum ist der Archivtag parallel zum Historikertag? Das ist unser traditioneller. Das ist ein Kommunikationsproblem.
Ja, nur, also man muss halt, ich kann halt dazu was sagen, der VHD stellt sich auf den Standpunkt, wir sind der größere Verband und was nur begrenzt stimmt, also die haben 300 Mitglieder mehr als wir, so viel größer sind sie dann auch nicht, aber ihr Kongress ist natürlich viel größer, ja. Und deswegen, das ist der größere Kongress und deswegen haben wir unseren Kongress einen anderen Termin zu geben. So ist die Diskussion da. Und da sage ich jetzt als Vorsitzende des VDA, wir haben einen relativ langen Vorlauf für die Tagungsplanung und die kommen immer erst im Jahr vorher mit ihrem Termin um die Ecke. Und wenn ich dann oder wir als VDA unseren Kongress schon fertig geplant haben, der bereits kommuniziert ist, ja, weil wir eben 3 oder 4 Jahre vorher anfangen, da ist es unmöglich, diesen Kongress noch zu verlegen. Ja? Und da kommt auch noch was anderes dazu. Wie viele Historiker kommen zum Archivtag? Gar keine oder so gut wie keine, es sei denn, man lädt sie mal ein. Nein, aber wenn man Social Media hätte, also um wieder zum Thema Ja, Historiker wollen aber, dass unsere Mitglieder zu ihnen kommen und dann müssen sie sich halt auch ein bisschen fühlen. Also zu diesem Thema, ja. Ja. Aber ja, ich schweife jetzt ab. Nein, Sie haben schon recht, man kann über die Social Media hier wirklich Kontakte und Verbindungen schaffen. Man muss jetzt die Bereitschaft, den anderen wahrzunehmen, auf beiden Seiten voraus. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass die Archivare, die Historiker als ihre Kunden sehr viel stärker wahrnehmen als umgekehrt die Historiker, die Archivare und das, was sie machen. Ja, also wir hatten ja, das ist ja auch so ein bisschen Inhalt der Twitter-Wall, heute, also es ist ja jetzt auch im Prinzip das gewesen, was Frau Becker gesagt hat, in der Diskussion im Workshop 2 am Ende irgendwie die Frage, müssen wir jetzt, du kannst es ruhig hier durch, müssen wir jetzt alle hier Marketing- und Social-Media-Experten werden? Dann haben Sie halt auch was zu gesagt, sollen wir uns nicht, das wäre ja zum Beispiel auch eine Alternative fürs Bundesarchiv, jemanden von außen einkaufen. Ich habe eine ganz ähnliche Diskussion in Bezug auf Langzeitarchivierung auch online über Twitter mal geführt, also ich nicht wirklich, aber begleitend, wo auch diese Frage war. Und ja, also ich persönlich finde es eigentlich nicht, also klar kann man, wenn man das Geld hat, sich jemanden dazu holen, das ist bestimmt auch hilfreich, aber sollte das nicht Teil auch, also Frau Becker hat es ja schon gesagt, die Ausbildung verändert sich, Teil unserer Ausbildung werden, weil sich auch die Kommunikationsweise verändert. Bastian, du hast relativ viel so Grundsatz, sag ich mal, Aufsätze dazu geschrieben, kann man schon so sagen. Was meinst du denn? Also die Grundsatzfrage, die sich ja immer wieder stellt, ist, wozu brauchen wir das eigentlich? Ist das nicht Spielerei? Ich frage mich auch, ob das Bundesarchiv nicht irgendwo einen Ärger kriegt, weil die ganzen Bundesbehörden Web 2.0 machen. Ja gut, dann denkst du dann drüber nach. Aber ja, was meinst du denn? Wozu brauchen Archivar Web 2.0? Oder beziehungsweise sollte das Teil oder mehr Teil der Ausbildung werden? Also ich glaube, ich überrasche jetzt keinen, wenn ich sage, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass eigentlich jedes Archiv in den sozialen Medien präsent sein muss. Sei es von den kleineren Häusern bis hin zu den ganz großen Flaggschiffen, die wir haben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Soziale Medien sind jetzt schon allgegenwärtig, omnipräsent. Unsere Gesellschaft ist jetzt schon auf dem Weg, zu einer digitalen Gesellschaft zu werden. Die Archive sind dabei, digital zu werden. Eigentlich überall werden digitale Archive konstruiert. Digitalisate werden bereitgestellt. Und das wird in Zukunft ja nicht weniger werden. Das heißt, wir werden im Bereich der Archive ein sehr umfangreiches Angebot im digitalen Raum haben. Jetzt ist es aber entgegen von ein paar landläufigen Vorstellungen nicht so, ich stelle jetzt was online und dann sehen die Leute das. So ist es nämlich nicht. Es gibt viel zu viele Sachen, die online stehen. Die Sachen, die online stehen, müssen entsprechend Google-referenzierbar sein, etc. Und aus diesem Grunde brauchen wir Kanäle, um das Digitale, was wir haben, zu den Interessenten zu bringen. Und hier sind wir ganz klar im Bereich der sozialen Medien. Wenn ich irgendwas habe, als Archiv irgendwas mache, irgendwas neu online stelle, irgendwas neu erschließe,
tolle digitalisierte Bestände habe, dann ist das toll, wenn ich das online stelle, aber es weiß erstmal niemand. Das muss ich irgendwie kommunizieren. Und eigentlich muss ich das auch dauerhaft kommunizieren, mit regelmäßigen Erinnerungen etc. Und da ist der Punkt, wo ich die Rolle von sozialen Medien sehe. Nicht unbedingt in diesem Spielerischen, was man auch machen kann, aber ich brauche Kanäle, die digitale Inhalte und Nutzer zusammenbringen. Ich möchte vielleicht an einem Beispiel festmachen. Vor 3 Wochen war in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung ein sehr interessanter Bericht über eine bayerische Fliegerstaffel, die im Ersten Weltkrieg in Palästina aktiv war. Das waren so in der Zeitung 10 Bilder, begleitender Text dabei, einzigartiger Filmbestand, da waren deutsche Soldaten oder bayerische Soldaten da irgendwo am Toten Meer. Sehr interessant. Es war nur nicht klar, wo kamen diese Bilder eigentlich her. In diesem gesamten Artikel war kein Hinweis darauf. Am Ende des Artikels war eine Internetadresse, aber gekürzt, so eine Bitly-Adresse. Also man sah also nicht, wo es herstammte. Wahrscheinlich war ich einer von ungefähr 3 Leuten, die jemals diese Adresse abgetippt haben, in einer Mailadresse, und bin auf das Bayerische Hauptstaatsarchiv gestoßen, die einen wirklich tollen Bestand von diesen Luftbildern haben. Der steht online, der ist digitalisiert. Ich weiß nur nicht, wie viele Leute das wissen. Und in dem Moment ist etwas passiert, das Bayerische Hauptstaatsarchiv hat ja wahrscheinlich mit der Süddeutschen Kontakt gehabt, das Archiv hat die Entscheidung darüber, was von seinen Beständen präsentiert wird, einem externen Gatekeeper, nämlich einem Journalisten, überlassen. Der hat etwas Spannendes rausgesucht, Informationen dazu gepackt, die ihm was egal, ob der Bayerische Hauptstaatsarchiv beisteht, spielt für den keine Rolle. Für das Archiv muss es aber eine Rolle spielen. Und das Archiv muss in der Lage sein, diese Kommunikationskanäle zu bespielen, um nicht abhängig sein von anderen Leuten, die irgendwie mal gut, mal schlecht über diese Bestände berichten. Und das halte ich für ganz wichtig, das halte ich für wichtig, dass es in der Ausbildung thematisiert wird, aber das ist natürlich nichts, was nur sozusagen der Nachwuchs wissen muss, das ist auch das, was die Leute wissen müssen, die jetzt schon aktiv sind. Ja, das trifft wieder das Thema Fortbildung. Ja, Digitalisate ist auch ein gutes Stichwort. Also ich hatte auch auf Hasel zu Kult, hatte jetzt auch einen Blog, also erweitert, und da war auch ein Artikel vor kurzem, es wird immer mehr digital online gestellt, aber die wenigsten Leute können es lesen. Gibt es Erfahrungen aus dem Publikum? Also gerade Journalisten greifen ja verstärkt, das hatten wir, glaube ich, auch in der Fortbildung oder in dem Workshop gerade, auf Social Media zu. Gibt es Erfahrungen aus dem Publikum zu diesem Bereich? Wollen wir das weitermachen? Das ist unser Problem mit dem Mikro. Also sorry. Ich habe das gerade schon im Workshop bei Kollegen Wolf gesagt, das Medienhaus in unserer Stadt Amberg fährt selbst eine restriktive Politik in Social Media und will das nicht betreiben. Die Journalisten selber sind aber alle bei Facebook und dergleichen angemeldet und frequentieren die Archivseite wiederum regelmäßig. Und es ist also nicht selten der Fall, Entschuldigung, dass Zeitungsartikel mit 3-4 Tagen Verspätung sozusagen Inhalte nochmal wiedergeben, die wir vorher in Facebook hatten. Also der Weg funktioniert zum Beispiel ganz hervorragend. Ja, okay. Nennen Sie das auch den Urheber? Genau, wichtige Frage. Wird Urheber genannt? Wird der Urheber genannt? Selbstverständlich. Ja? Okay, da achten Sie drauf, weil Sie ja auch präsent sind. Die klären das vorher mit uns ab. Aha. Und machen natürlich immer noch mal einen Verweis auf unsere Seite, was uns dann wieder neue User bringt. Ja. Also das ist eine Wechselwirkung. Ja, ich glaube, dass das in so einem kleinteiligen Zusammenhang wie Amberg funktioniert. Also das, was Sie jetzt geschildert haben, das ist schlicht eine Urheberrechtsverletzung durch die SZ. Ja. Oder was heißt? In dem Fall nicht, weil das Bayerische Hauptstaatsarchiv Ancestry nämlich die Rechte komplett übernommen hat. Okay, die dürfen nicht mal selber clean aus ihren Akten mehr rausgeben, weil das nur noch bei Ancestry läuft. Okay, das ist ja natürlich auch ein krasses Missverhältnis. Ja, aber da. Ich kenne diese Problematik genau. Auch, dass Journalisten einfach Bilder verwenden, ohne anzugeben, statt ich dieser Wunde. Ja. 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 Gibt es weitere Meldungen? Vielleicht kann man dann doch Bezug nehmen. Ja, nehmen Sie ruhig das Mikro. Ja, genau. Nehmen Sie ruhig Bezug. Vielleicht kann man, kein Problem. Kann man Bezug nehmen auf das, was gerade, das ist natürlich jetzt schon, man müsste runterscrollen,
was jemand gerade getwittert hat. Und zwar stand da irgendwie, ich weiß auch nicht von wem das jetzt war, Social Media in Archiven heißt nicht nur mehr Bedeutung diesem Archiv, also dass das Archiv mehr Bedeutung haben will, sondern eben auch Öffentlichkeitsarbeit und, wer hat das getwittert? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, nicht nur mehr Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Transparenz. Melden, das ist ja. Und das ist, ich finde das zum Beispiel, ist auf jeden Fall was, worüber man da nachdenken sollte. So, ja, also das geht, es geht eben nicht nur darum, ich will jetzt dadurch ganz viele Leute irgendwie reinholen, sondern ich will als Institution, ein Archiv ist eine Institution, so. Ich möchte auch dadurch Transparenz schaffen. Ich möchte zeigen, was machen wir eigentlich. Ich glaube nämlich, dass Sie, die hier sitzen, ich bin keine Archivarin, Sie, die hier sitzen, Sie wissen, was Sie machen. Aber wissen die da draußen das eigentlich? Und das sollte man vielleicht auch, und Sie haben das in dem Moment dann nämlich in der Hand. Weil Sie können nämlich selber schreiben, was Sie machen. Sie sollten, wenn andere was über Sie schreiben, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn Sie es selber machen, können Sie es halt auch selber darstellen. Also ich will hier nicht den großen Skeptiker spielen und ich finde das, was Sie, Herr Gehner, gesagt haben, auch sehr einleuchtend. Denn es ist ja nicht so, dass die Archive in der digitalen Welt gar nicht präsent sind, wenn sie nicht auf Facebook sind. In der Tat, es wird sehr viel digitalisiert, aber Sie haben recht, es besteht eine Schwierigkeit, nicht nur beim Bayerischen Hauptstaatsarchiv da drin, die Erfolge der Digitalisierung oder auch der Erschließung und der Verknüpfung von vielen Archivalien präsent zu machen. Und da könnten soziale Kanäle möglicherweise helfen. Ich möchte aber meinen persönlichen Eindruck nicht ganz verhehlen, dass, und da neigen, glaube ich, diese Instrumente Facebook und Twitter doch ganz besonders zu, die Grenze zum Spiel, zum Albernen doch ganz leicht überschritten wird. Ich bin das erste Mal, ich war nicht bei 2.0 und 2.1 bei dieser Serie von Tagungen dabei. Ich finde es offen gestanden ein wenig bedenklich, dass 80% des Publikums vor allen Dingen twittern und auf die Wall gucken und sich kaum mehr auf die Vorträge konzentrieren. Und dass der Kuchen da ist, ja, ist lustig, aber man droht so ein bisschen manchmal den Blick auf den Inhalt verloren zu gehen. Also das ist, wie gesagt, kein Plädoyer gegen Facebook und Twitter. Nur als genau, ein interessanter Gedanke, ich hatte diese Woche Unterricht mit Kollegen, die jetzt Andachter sind für den gehobenen Dienst. Und die haben wir auch gefragt, weil wir ja wussten, dass wir bei dieser Veranstaltung sind, haben Sie im Vorhinein irgendetwas vermisst? Hätten Sie das Bundesarchiv gerne über Facebook schon kennengelernt, zum Beispiel, bevor Sie sich für diese Ausbildung, für die Bewerbung entschieden haben? Und da sagten die ziemlich einhellig, für mich überraschenderweise, also das Bundesarchiv, das ist doch eine seriöse Institution. Wenn Sie auf Facebook gewesen wären, hätte ich etwas bedenklich gefunden. Das ist sicherlich kein repräsentatives Bild und das wird uns auch nicht, das wird nicht den Ausschlag dafür geben, uns davon fernzuhalten, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil die Grenze eben nicht so ganz scharf ist. Okay. Da möchte ich mal darauf erwidern, also ich habe ja auch Kontakt mit weiteren Menschen, die auch die FAMI-Ausbildung angetreten haben und viele haben sich natürlich auch vorher über soziale Medien informiert. Die haben jetzt nicht dieses große Image des Bundesarchives, sondern das sind jetzt Stadtarchive, die immer häufig in der Stadtpresse auch präsent sind, die irgendwie Bilder zeigen und dann zum Crowdsourcing aufrufen. Und auch das kann das Bundesarchiv tun. Uns wird ganz oft vorgeworfen, also ich bin jetzt erst seit einem Jahr dabei, aber wenn ich Menschen erzähle, ich arbeite in einem Archiv, dann wissen sie alle, was als erstes kommt. Ja? Und dann kommt, warum digitalisieren sie nicht alles? Und das hat halt auch immer so einen gewissen, die Menschen bezahlen Steuern und wollen auch etwas dafür sehen. Ich bin jetzt, normalerweise bin ich nicht auf der Seite des Bundes Steuerzahler, aber das muss ich jetzt auch mal sagen. Also ich erwarte dann natürlich auch von einem Bundesarchiv, dass die auch präsentieren, was sie machen. Und ich kann Ihnen sagen, einer der erfolgreichsten Posts, den wir auf unserer Facebook-Seite hatten, war Bundesarchiv vor 40 Jahren, das politische Testament von Karl Dönitz. Nationalsozialismus verbreitet sich immer sehr schnell, aber es war eine Archivarie aus ihrem Hause, was nur auf ihrer Webseite war und was auf ihrer Webseite nach 2 Wochen untergegangen ist, was total schade war, ja. Weil wir haben... Wir haben ganz viele Verschwörungstheoretiker, ja. gegen die,
womit man dieses Blatt nehmen kann und das man denen hinhalten kann, was man über soziale Medien teilen kann, was man Menschen zeigen kann. Und da wäre es super gewesen, wenn das Bundesarchiv zum Beispiel so eine Archivalie verbreitet hätte. Und um ehrlich zu sein, wer geht jetzt auf die Seite vom Bundesarchiv, um was, außer von uns, um da jetzt mal zu gucken, da kommen alle zwei Wochen mal, kommt irgendwie die Archivalie des Monats vor 40 Jahren, vor 50 Jahren raus. Wenn Menschen sowas abonniert haben, dann kriegen die das zugespielt, dann sehen die das und dann können die das verbinden und irgendwann merken sie, da kommt häufiger was. Und das wäre doch was gewesen, wo sie wirklich mal etwas hätten verbreiten können. Und das kommt in unserer Generation nicht an. Und wenn wir Leute für das Archivwesen motivieren wollen, dann müssen wir denen auch zeigen, was es im Archivwesen gibt. Und bitte machen Sie das. Frau Becker wollte was dazu sagen, aber Herr Frischmuth, möchten Sie was dazu sagen? Sie sehen aus, als fallen Sie gleich vom Stuhl. Darf er was sagen? Das haben Sie erst gesagt. Sie müssen nichts dazu sagen. Weil jetzt der Vorwurf war, dass es grundsätzlich gar nichts macht. Okay. Das ist so nicht ganz richtig. Wenn man sich ein bisschen damit befassen würde, würde man auch herausfinden, also es grundsätzlich war schon gewisse Wege, zum Beispiel ein Newsletter, der verschickt wird. Und es ist halt so, Leute, die was abonniert haben, die kriegen dann auch was. Und der ist auch durchaus abonniert. Ich habe jetzt die Verbreitungsrate nicht so ganz, aber das klang jetzt so ein bisschen so nach dem Motto, da möchte ich kurz, Sie machen ja nicht gar nichts, Sie haben da eine tolle Kolumne, nur die hat viel mehr Reichweite verdient. Die hat viel mehr Reichweite verdient, das ist mein Punkt, Sie machen doch was. Ich wollte Sie damit nicht dubieren. Also genau, also man kann ja auch, das haben wir ja auch hier gelernt, man kann ja auch Sachen koppeln. Also ich blocke auch Sachen, die gleichzeitig bei Facebook und Twitter erscheinen. Also ich beschäftige mich bestimmt nicht, ich habe 24... Also vier Kreise, die ich betreue, ein Kommunalarchiv, nur mit Facebook und Twitter. Also ich habe auch noch andere Sachen zu tun, aber Frau Becker wollte noch was dazu sagen. Ja, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen ins Grundsätzliche rein. Ich finde das vollkommen richtig. Ja? Ich denke auch, die Archive werden früher oder später in diese Medien reingehen müssen. Man muss ihnen auch Zeit lassen, das kennenzulernen. Man muss auch sehen, dass Archive oft in einem Verwaltungszusammenhang drinstecken, wo es sehr schwierig ist, das verständlich zu machen, dass man das möchte. Aber ganz grundsätzlich, fast alle Archive, würde ich mal sagen, haben eine Homepage. Ja? Sie sagen jetzt, sie wird kaum noch wahrgenommen beim Bundesarchiv. Das ist sicher richtig, weil alle eine haben. Wenn dann alle in Facebook sind, was kommt dann als nächstes? Ja, was dann wieder angetrieben werden muss, um wahrgenommen zu werden, funktionieren die sozialen Medien nicht ein Stück weit auch deswegen, weil sie noch nicht so häufig sind im Archivwesen. Also man muss sich schon auch die Frage stellen, sobald es Masse wird, ist es ja schon in anderen Bereichen und es ist ein Stück weit auch schon Masse im Archivwesen. Aber sobald es für alle normal ist, kann man damit wahrscheinlich nicht mehr besondere Aufmerksamkeiten erregen. Damit muss man sich, denke ich, schon auch mal auseinandersetzen. Also ist auf jeden Fall eine gute Frage. Möchtest du direkt was dazu? Also ja, okay. Ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Rodendahl. Also die Bilder drängen sich geradezu auf, um sie über solche Kanäle zu posten. Und wir haben tolle Schätze, ich danke Ihnen für das Kompliment, wirklich großartige, es schwebt halt die anfangs angesprochene, von Frau Lena Schreckling angesprochene Kooperation mit Wikimedia noch so ein bisschen in den Hinterköpfen, wo wir extrem viele Bilder zur Verfügung gestellt haben, mit sehr niedrigen Ansprüchen, darunter eine, den Urheber zu nennen. Das haben eben, der Kollege Sander hat es x-mal vorgetragen auf verschiedenen Konferenzen, es haben eben weit mehr als 90% das nicht beachtet. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich und da kommen wir einfach auch in Teufelsküche rechtlich. Also dann muss auch die Community mitgehen und diese sehr niedrigen Voraussetzungen mittragen. Das soll aber nichts daran ändern, dass, glaube ich, und dann dachte ich auch bei dem Tagging-Vortrag heute dran, natürlich, das drängt sich für Bilder geradezu auf. Wir haben unheimlich viele, bei denen wissen wir nicht, was gezeigt wird und wer gezeigt wird. Und die Community ein bisschen mitarbeiten zu lassen, mithelfen, wer ist drauf, was ist drauf, das könnte schon ein sinnvoller Weg sein. Ja, also Frau Scholten möchte noch was dazu sagen auf jeden Fall. Also Frau Scholten kann uns vielleicht auch, also Sie können natürlich auch jetzt sagen, was Sie sagen wollten zu der Diskussion. Also vielleicht stellen sich ja alle die Frage, das war heute auch Thema in der Tagung,
nimmt das überhaupt jemand wahr, außer die Archivkollegen, die ich ja alle kenne, von Twitter und so, oder machen wir das so für uns selbst? Erwarten das Nutzer eigentlich? Also vielleicht können Sie kurz auch noch dazu was sagen, aber... Ja, bitte schön. Also ich habe eigentlich zwei, drei Punkte, die ich zu Ihnen beiden gerne sagen wollte, und springe dann sofort über. Einmal glaube ich, Frau Becker, dass die Diskussion, das ist im Prinzip ein neuer Weg, der beschritten wird. Und wenn das jetzt alle machen, ist der Weg im Prinzip so ein bisschen plattgetreten, dann ist es nichts Innovatives mehr. Ich glaube, dass genau diese Diskussion wahrscheinlich in den 90er Jahren auch geführt wurde, als alle diese Homepages aufgepoppt sind. Deswegen glaube ich, kann man das Argument ein bisschen insofern entkräften. So, ich glaube, Social Media hat trotzdem irgendwo auch Kraft. So, also kann man drüber nachdenken. Und das andere ist, dass Facebook dass es unseriös wirkt, das kann ich verstehen, wenn man sich zum Beispiel auch Kommentare anschaut, die auf manche Posts kommen. Das ist egal, wer das postet, das können auch große Zeitungen sein. Es ist nur schade, wenn man sich deswegen, wenn das eine Hauptursache ist, warum man sich davor verschließt. Denn auch negatives Feedback gehört leider dazu. So, und das ist das, was wir heute im Workshop gelernt haben, dass man sich davon nicht verschließen sollte. So, ne? Das ist halt auch, das gehört eben dazu. Gut, wie wird das von Nutzern wahrgenommen? Ich glaube, was deutlich ist, also ich komme eben aus der universitären Landschaft, wir sind einfach alle ganz weit hinten noch. So. Und das, worüber wir jetzt alle reden, ist im Prinzip, wir haben Follower, die irgendwie dreistellig sind. So. Das heißt, es gibt Nutzer, die das wahrnehmen. Ja, es gibt Leute, also zum Beispiel auch Historiker, auch angehende Historiker, Studenten, Studierende, die einen Twitter-Account haben, die auch Hashtags eben suchen. Das ist allerdings sehr rar gesät. So. Und die würden zum Beispiel den Weg in ein Archiv nicht über Twitter suchen. Ja? Die würden das über Facebook, das ist möglich, das kenne ich auch. Insofern sehe ich da Potenzial, aber das ist deutlich ausbaufähig. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, Sie müssen jetzt jeden Tag was bei Facebook posten, dann erreichen Sie gesagt, den Zitat sind sich eigentlich bewusst, dass sie sich alle gegenseitig folgen. Also das hat mir dann zu Herzen genommen und hat dann auch nochmal überlegt, wie könnte man das dann erreichen. Hat dann, ich muss gestehen, ich musste kurz bei Google Maps gucken, wo Neuss genau liegt. Ich wusste irgendwo in der Nähe, aber so, wo genau. Und Düsseldorf ist in der Nähe. Ich wusste, da gibt es eine Universität, wo man auch Geschichte studieren kann. Also habe ich das dann über Twitter ein bisschen so präpariert, dass auch die Uni das zur Kenntnis kriegt, und sie hat es zur Kenntnis genommen. Also das wäre noch ein Punkt. Zu den Inhalten hätte ich noch einen Punkt. Was natürlich Archive niemals machen dürfen, ist einfach irgendwas so nach dem Motto, wir müssen jetzt posten. Qualitativ muss das nicht unbedingt wichtig sein, sondern es ist ganz einfach, Archive sollten dann an so einer Stelle bestimmt auch dann irgendwann sagen, okay, wenn wir nichts zu posten haben, dann machen wir auch nichts. Weil das ist immer noch besser, als wenn man irgendwelches Waffenqualitätswurstium postet und die Leute sich dann denken, was sind denn das für Leute? Danke. Ja, also ich hatte das im Workshop auch gesagt, so kann man immer noch was von der Homepage posten. Meiner Erfahrung nach kennt die nämlich keiner, jedenfalls bei uns. Herr Gehner wollte noch was dazu sagen. Wir haben noch 5 Minuten, das kriegen wir mal gut hin. Ja, mir verengt sich die Diskussion jetzt hier im kleineren Rahmen, wie auch im Allgemeinen, ein bisschen zu sehr auf diese Sache, wollen wir Facebook-Auftritt machen oder nicht? Das ist eigentlich furchtbar banal, weil wir reden auch nicht darüber, ob wir einen Telefonanschluss im Archiv haben, wir reden nicht darüber, ob wir eine Mailadresse im Archiv haben. Und genauso wenig dürfen wir eigentlich darüber diskutieren, wie wir einen Facebook-Auftritt haben wollen. Das ist ein Medium, das hat seine Berechtigung und ich finde die Diskussion darüber lohnt sich nicht. Die Diskussion müssen wir doch eigentlich darüber führen, was machen wir für große Projekte, die das Archiv und die Nutzer zusammenbringen. Wir brauchen diese großen Leuchtturmprojekte. Und hier sind, glaube ich, die großen Archive gefordert. Nicht nur das Bundesarchiv, aber auch. Und gerade das Bundesarchiv, das Wikimedia-Projekt, hat ja so ein Leuchtturmprojekt schon mal gemacht. Und wenn ich es jetzt zugespitzt formuliere, dieses Projekt ist ja an seinem eigenen Erfolg gescheitert. Die Leute haben ja die Bilder massiv genutzt. Und mit der Folge, dass gewisse Lizenzrechte verletzt wurden und dass auf einmal das Bundesarchiv 100% mehr Anfragen hatte, wenn ich die Vorträge finanziere.
richtig im Kopf habe. Ja, genau. Also da in diese Richtung müssen wir doch. Wir müssen dahin, was wir bei anderen großen Nationalarchiven sehen. Da sehen wir diese Crowdsourcing-Projekte. Herr Neuburger hat jetzt dieses wunderbare Beispiel aus Baden-Württemberg gebracht, dass man da zumindest mal die ersten Schritte versucht, was ich ganz, ganz wichtig finde. Man sieht, wie diese Archive ihre Nutzer einbeziehen. Und das ist der springende Punkt. Da müssen wir nicht. Wir müssen nicht darüber diskutieren, wann Facebook auftritt haben, ob wir da zweimal oder dreimal wöchentlich was posten. Das ist irgendwie mit drin in diesem System, wenn man sich digital bewegt. Und ja, es wäre eben viel wichtiger, sich über diese großen Projekte Gedanken zu machen, womit nämlich auch eine mentale Veränderung einhergeht. Wir haben so ein bisschen technische Dinge angesprochen. Technisch sind viele Dinge relativ banal, Facebook, Twitter. Das sind ja Plattformen, die man nutzen kann. Wichtig ist es, diese soziale Veränderung hinzubekommen, dass wir jetzt auf einmal denken, wir warten nicht darauf, dass die Nutzer zu uns kommen, sondern wir bieten denen proaktiv etwas an. Wir zeigen denen, dass wir spannende Sachen haben und ganz dezidiert auf den Punkt gebracht, hat das bei der letzten Tagung Archive 2.1 Kate Thiemer, amerikanische Archivarin, die formuliert hat, Archive sind dazu da, das Leben von Menschen dadurch zu bereichern, dass sie historische Informationen bereitstellen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht dieses klassische Archivische machen und uns unser stilles Kämmerlein zurückziehen und wer kommen will, der wird schon kommen, sondern wir müssen hinaustreten in die Welt, in die digitale Welt und gerne auch in die analoge Welt. Aber die Instrumente, die uns soziale Medien geben, sind so einfach zu bedienen. Wir sollten das machen und dann als zweiten Schritt sollten wir gucken, dass wir diese Großprojekte hinkriegen. Und bei den Großprojekten, ich war leider nicht im Workshop, sehe zu Carsten Kühne rüber, zum Beispiel diese Tatsache, dass man archivische Informationssysteme mit nutzergenerierten Daten anreichern kann, das halte ich für sehr, sehr wichtig und sehr sinnvoll, dass sozusagen das Archivgut, was ja am Kern des Ganzen steht, was wir machen, dass man da die Nutzer ranlässt und damit arbeiten lässt. Warum brauchen Sie nur Großprojekte? Warum meinen Sie nur Großprojekte? Weil dann gehen Sie mal. Warum sind das unbedingt Großprojekte? Weil dann ist es wieder eine Hürde auch für kleinere Archive. Nicht jedes kleine Archiv hat ein großes Projekt irgendwo am Start. So. Ja? Und das ist vielleicht, ich glaube, dass viele einfach sagen, oh, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, ich muss jetzt irgendwas posten. Gerade hat jemand getwittert, okay, wir brauchen eine Strategie. Und ich glaube, das ist es eher. Ja? Eine Strategie, wozu ein großes Projekt gehören kann, aber auch ein kleines zum Beispiel. Oder was auch immer. Also da stecke ich zu wenig drin. Nur mal zu den kleinen Archiven. Wir sind ein kleines Archiv mit drei Leuten, mit Azubi mit vier Leuten. Normales Kommunalarchiv, genau. Wir nutzen Facebook, um die Hemmschwelle abzubauen, bei uns erstmal reinzugehen. Die Leute nehmen uns nicht wahr, die nehmen uns zu seriös wahr. Das sind Archivare, die Vorurteile kennt hier jeder im Raum, irgendwie, was wir machen und dass wir im Keller sitzen und so. Wir nutzen, dass die Leute zu uns kommen, mal ins Haus kommen, wirklich physisch dann vor Ort sind. Wir können denen zeigen, was bei uns gemacht wird, was die Leute bei uns finden können. Und das läuft schon ganz gut. Also es muss gar kein großes Projekt sein. Man muss nur sehen, dass man die Leute wirklich direkt vor Ort ansprechen kann. Frau Becker, ein Schlusswort. Oh, jetzt ist die Stelle für ein Schlusswort. Ja, gut. Sie können aber. Es ist eben, also die Kleinen haben oft eben das Problem, gerade in diesen eher größeren Zusammenhängen sich dann auch zu positionieren. Klar, wir haben es mit einem Facebook-Auftritt gemacht. Wir haben ja gerade ein großes Digitalisierungsprojekt abgeschlossen, wo 7 Kooperationspartner drin waren, große und kleine. Und ich denke, da liegt auch eine Zukunft drin, dass man eben kooperiert. Und dafür braucht man dann auch die größeren Projekte, die mehrere zusammen machen und die dann eben so viel Content generieren und so viel Aufmerksamkeit generieren, dass auch die Kleinen davon profitieren. Also ich merke das ja daran, dass gerade bei diesem Digitalisierungsprojekt im Moment auch ständig Anfragen kommen, wann kriegt man denn endlich die Ergebnisse ins Netz? Ja. Dürfen wir erst, wenn die DFG begutachtet hat. Ja, genau. Ja, also vielen Dank an die Runde. Also wir könnten das jetzt natürlich noch ausweiten, eine sehr interessante Diskussion.
Also ich möchte gerne nochmal sagen, also es hat sich ja herausgestellt, dass wir sowas wie eine Strategie brauchen. Und Strategie fängt, denke ich, auch bei uns bei Aus-, Fort- und Weiterbildung an. Was du gesagt hast, Bastian, mit dem Crowdsourcing, das fand ich eher, also das ist schon was für Fortgeschrittene. Also so das schönes Beispiel, also ich kenne die Kollegin auch, deshalb, die war auch letztes Jahr in Stuttgart, darf ich mich auch dazu äußern. Die hat, der Stadtarchiv Hamburg hat gedacht, es fängt mit Crowdsourcing an. Und wir haben ja heute gehört, es läuft halt nicht so. Einfach Sachen online stellen und warten, dass die jemand transkribiert oder taggt, bringt es nicht. Also Crowdsourcing ist, finde ich, eigentlich über 2.0 für Fortgeschrittene. Und deshalb ist, denke ich, das Ergebnis auch dieser Diskussion, dass wir eine Strategie brauchen, die nicht nur Unterschiede zwischen Kommunal-, Landes- oder Bundesarchiv macht, sondern halt einheitlich ist, um auch einheitliche Ideen und Anforderungen von Benutzern begegnen zu können. Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch beteiligt haben. Morgen geht es auch gleich weiter mit mir. But then of English, of course. I wish you a nice evening. We go now. Something to eat is waiting for you.